Beim Zwischenfabrikat kommen in die zwei großen Bohrlöcher hinten je ein Gehäuse mit dem Durchmesser von 10 mm. Der Schlitz muss vertikal ausgerichtet sein. Dann kann das Gehäuse mit einem Imbusschraubenzieher 3 mm bis zum Anschlag hinuntergedrückt werden. Dasselbe wiederholt sich bei der zweiten Bohrung. Wichtig, vor dem Leimauftragen kontrollieren, dass die Gehäusehülse M10 richtig positioniert ist. Der Gewindedübel muss leicht in die Öffnung gehen. Die Ausrichtung kann mit dem Imbusschraubendrehen erfolgen. Wenn die Ausrichtung nicht stimmt, können die Beine anschließend nicht montiert werden. Von der Seite kontrollieren, ob die Öffnung nicht verrutscht ist.